Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier heute sprechen zu können. Ich bin beeindruckt von dem Interesse. Frau Dr. Richlig, sehr geehrte Frau Professorin Fleckenstein, schön, dass Sie hier spontan auch heute eingesprungen sind. Sehr geehrte Schulleitung, sehr geehrte Mitarbeitende des NLQ, aber auch der regionalen Landesämter, sehr geehrte Mitarbeitende aus dem Kultusministerium. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute zu dem Thema austauschen. Denn KI als neues Normal, wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, dann werden viele von Ihnen müde lächeln, weil Sie das Gefühl haben, es ist längst Realität. Also auch wenn das erst seit November ja mit ChatGPT aufkam, glaube ich, geht es uns allen so, dass wir merken, das ist mit einer Wucht in den Schulen angekommen zum Teil, dass man da schon gar nicht mehr von neu redet, wenn man sich monatelang damit beschäftigt und trotzdem ist es ein neues Phänomen. Und insofern auch nochmal danke an das NLQ, danke an Sie, Frau Dr. Richlig. Die Tagung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt und wenn wir uns mal anschauen, wie wir da auch uns in Niedersachsen aufstellen, dann kann man, glaube ich, sagen, dass unsere Hinweise, unsere Fortbildungen, dass dieser Fachtag, wenn man das mal im landesweiten Vergleich, also im Ländervergleich sieht, durchaus auch sehr, sehr weit vorne sind und das ist an der Stelle gut so. Wir reden natürlich intensiv auf der KMK über die Frage, wie gehen wir mit den Themen künstliche Intelligenz und Digitalisierung um. Wir haben im Kultusministerium selber dazu Arbeitsgruppen, wo wir darüber reden, wie können wir das so regeln, dass es praxistauglich für Sie dann auch aufbereitet wird. Und wir haben gerade gehört, auch die Forschung ist voll an dem Thema dran. Das heißt, an allen Enden und Ecken rödeln wir, um diesem Thema Herr zu werden. Und doch muss man sagen, die Realität hat uns halt irgendwie auch schon überholt. Und das ist meines Erachtens eine der Schwierigkeiten, die wir bei Entwicklungsprozessen heute haben und insbesondere beim Thema Digitalisierung und Technik, dass die Themen mit einer Geschwindigkeit in die Schule schwappen und dann einfach da sind und wir aber natürlich nicht die Vorhaltungen dessen machen können, was sich noch entwickeln wird, weil wir es zum Teil nur erahnen und antizipieren können und somit immer auch ein Stück weit hinterher sind. Und gleichzeitig geht es den Lehrkräften dann auch wieder so, dass Schülerinnen und Schüler mit Themen ankommen, die sie noch gar nicht kennen, wo auch immer die Lehrkräfte ein Stück weit hinterher sind. Und das ist eine der Schwierigkeiten im Umgang mit genau diesen Themen der künstlichen Intelligenz und weiteres. Wir hätten heute sicherlich über viele andere Themen reden können, das wurde in der Anmoderation auch gesagt. Und trotzdem finde ich gut, dass wir über dieses Thema reden, weil es bei der Frage von Umbrüchen in Schule, und davon haben wir ja mehrere zur gleichen Zeit, einer der zentralen Motoren ist, die Schule maßgeblich verändert und auf die wir uns an der Stelle einstellen müssen. Und da sind Sie als Schulleitungen sehr wichtig, weil Sie das heute schon managen und weil Sie immer wieder auch schauen, wie Sie das in Ihrer Schule umsetzen und am Ende gestalten. Und erlauben Sie mir, dass ich an der Stelle auch einmal deutlich Danke nochmal dafür sage, denn ich weiß, dass vieles dessen, was wir gerade entwickeln, auch auf das zurückgeht, was Sie an Ihren Schulen entwickelt haben und leben und wo wir auch von Ihnen lernen können aus der Praxis dessen, wie man auch Themen gut voranbringen kann, hier in dem Bereich jetzt Digitalisierung. Ich möchte 5 Thesen äußern und diese dann auch gerne ausführen im Umgang mit künstlicher Intelligenz und Digitalität. Auf der einen Seite lässt sich künstliche Intelligenz und Digitalität aus der Schule nicht mehr raushalten. Sie ist längst da. Das ist die erste These. Ich glaube, das ist eine Binse. Trotzdem hat es eine Relevanz für die Debatte. Künstliche Intelligenz und Digitalität sind an der Stelle ein Werkzeug und kein Selbstzweck. Das ist mir ganz wichtig und das werde ich gleich auch noch ausführen. Kompetenzen treten durch diese Überverfügbarkeit von Wissen immer stärker in den Vordergrund. Gleichzeitig ist Wissensvermittlung aber nicht obsolet an unseren Schulen. Die vierte These ist, Chancen haben Digitalisierung, künstliche Intelligenz hat Chancen, aber auch erhebliche Nebenwirkungen, die man natürlich in dem Zuge mit in den Blick nehmen muss. Und die letzte These ist, dass die Schulen in ihrer Eigenverantwortung und in ihren Freiräumen gestärkt werden müssen, wenn wir diesen schnellen Entwicklungen Herr werden wollen, auch im Bildungssystem. Ich möchte gerne mit der ersten These anfangen. Künstliche Intelligenz und Digitalität lässt sich nicht raushalten. Ich hatte gerade gesagt, Sie reagieren schon längst darauf, auf die immer wieder neuen Entwicklungen. Für Sie ist das nichts Neues. Und es war ja eigentlich auch schon immer so, dass Schülerinnen und Schüler in bestimmten Themen schlauer waren als ihre Lehrkräfte. Dinge mitbrachten, die man nicht kannte, oder aber auch Lehrkräfte herausgefordert haben. Es war auch schon immer so, dass Schummeln an der Tagesordnung war. Ich wurde in den letzten Wochen und Monaten häufig gefragt, Frau Hamburg, wie macht das eine Lehrkraft, wenn Schülerinnen und Schüler jetzt ChatGPT nutzen? Habe ich gesagt, im Zweifel das Gleiche, was Sie mit dem Spickzettel in der Hosentasche gemacht haben oder wenn Sie vom Nachbarn abgeschrieben haben oder wenn der Vater oder die Mutter die Hausaufgaben zu Hause geschrieben hat. Ne? Irgendwie gab es solche Versuche schon immer. Der Unterschied, den wir jetzt mit der Digitalisierung haben, ist das Tempo der Weiterentwicklung.
Wenn wir uns mal überlegen, dass wir vor ein paar Jahren noch das Schüler-VZ hatten und das galt als Revolution, dann können wir sehen, dass es Facebook gab, Instagram gab und jetzt, wo wir Instagram kennen, gibt es BeReal. Also das ist eine Entwicklung, wo man kaum hinterherkommt und wo auch Jugendliche sehr schnell dabei sind, immer dort abzuhauen, wo Erwachsene entdeckt haben, dass es das gibt und wie es funktioniert. Und das stellt uns natürlich und insbesondere Sie an den Schulen vor riesige Herausforderungen. Und das hat am Ende natürlich nicht nur Auswirkungen aufs Lernen und auf den Unterricht. Das ist ja das, was dann immer sehr nahe liegt. Wie gehen wir mit dem Schummeln um? Aber am Ende hat es auch Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und auch auf ihre Sozialräume. Weil sie haben plötzlich nachmittags einen zweiten Schulhof und der findet gar nicht mit den Lehrkräften statt, sondern der findet außerhalb der Schule statt, schwappt aber in Schule wieder herein. Das heißt, wir haben ja sehr unterschiedliche Problemlagen, die wir in den Blick nehmen müssen, wenn wir uns mit künstlicher Intelligenz oder auch Digitalisierung an der Stelle beschäftigen müssen. Und da sind Sie bereits unterwegs und ich kann sagen, ich bin ja immer wieder an Schulen in Niedersachsen unterwegs. Sie haben da auch wirklich schon herausragende Konzepte entwickelt, von denen ich mir wünschen würde, dass wir diese auch noch stärker sichtbar machen, damit Schulen voneinander lernen können. Denn man sieht, sie setzen da alle unterschiedliche Schwerpunkte, haben andere Zugänge und natürlich für jede Schule funktioniert an der Stelle auch was anderes. Trotzdem glaube ich, können wir da noch viel, viel mehr voneinander lernen. Es gibt eine KMK-Strategie, Bildung in der digitalen Welt, die ist 2021 entstanden. Die bietet sehr praxisorientierte Anknüpfungspunkte, ebenso natürlich wie unser Orientierungsrahmen Medienbildung in allgemeinbildenden Schulen. Wenn man will, kann man natürlich aus diesen Leitfäden, Orientierungsrahmen auch schon eine Menge ableiten für die Frage, wie gehen wir eigentlich mit künstlicher Intelligenz um. Gleichzeitig versuchen wir über Fortbildungen, über die fach- und medienpädagogische Beratung, über unsere Online-Angebote, über die Selbstlernangebote, die wir haben, über das Bildungsportal, Ihnen möglichst viel Unterstützung und Handlungsempfehlungen, Handreichungen, auch Praxistipps zu geben. Und trotzdem haben wir auch da eine Schwierigkeit. Wenn wir unseren Apparat anschmeißen, und ich rede jetzt erstmal nur über das Kultusministerium, wenn ich über die KMK rede, ist das ja nochmal ein ganz anderer Zeitablauf. Und auch wenn wir richtig Tempo machen, wir sind trotzdem immer hinter der Zeit. Es geht gar nicht anders. Wir werden immer auch ein Stück weit hinter der Zeit sein, weil wir schon längst wieder neue Themen in den Schulen haben, während wir noch versuchen, die alten Themen, also alte Themen, sie sind ja auch noch relativ neu zu regeln. Und das stellt Sie genauso wie uns vor eine Herausforderung. Wir müssen nämlich agiler werden. Agiler im Management, agiler in der Kommunikation, agiler in der Informationsaufbereitung, aber auch schneller und konsequenter bei der Frage von, wie beschaffen wir Dinge, wie prüfen wir den Mehrwert und die Notwendigkeiten und wie implementieren wir Dinge. Und am Ende natürlich auch die Frage, was bewährt sich eigentlich, was wird bleiben und was ist morgen eigentlich schon wieder weg? Weil in der Digitalisierung gibt es auch viele Eintagsfliegen, wo man sehr viel Zeit in die Vorbereitung entwickelt und plötzlich ist es vom Netz, weil nutzt halt niemand mehr. Und das führt mich zu meiner zweiten These, dass natürlich in Schule künstliche Intelligenz und Digitalisierung vor allem erstmal ein Werkzeug und kein Selbstzweck sind. Denn eigentlich dienen diese Dinge dafür, uns Menschen zu dienen, also uns das Leben leichter zu machen. Und wenn man manchmal mit Eltern spricht, wenn man manchmal mit Menschen spricht, dann hat man manchmal das Gefühl, dass Digitalisierung an Schule irgendwie vielfach als Selbstzweck gesehen wird. Wann hat jeder ein iPad? Wann gibt es endlich das WLAN? Das sind Themen, die beschäftigen Sie und mich aus guten Gründen trotz und alledem. Aber das alleine ist ja nicht der Punkt. Also es wird ja nicht dadurch guter Unterricht gemacht, dass jeder ein iPad hat und es wird auch nicht dadurch ein guter Unterricht gemacht, dass ich ein Tool habe oder eine App für Sie angeschafft habe. Natürlich, wir schaffen diverse Apps an, weil sie erleichtern den Schulalltag. Also wir haben ja jetzt diverse Apps angeschafft, wie etwa Binogi und weitere, die zum Beispiel die Möglichkeit geben, Lernstandserhebungen sehr niedrigschwellig zu machen, individuelle Förderung sehr niedrigschwellig zu machen. Sie lassen die Schülerinnen und Schüler etwas ausfüllen, dann steht da, das und das kann die Schülerin oder der Schüler noch nicht. Sie drücken auf einen Knopf und zack, gibt es drei Arbeitsblätter für die individuelle Förderung. Das heißt, es kann real vereinfachen, es kann auch real den Unterricht bereichern, aber halt nur dann, wenn es sinnvoll eingebettet ist. Wir arbeiten gerade daran, eine Schulverwaltungssoftware für Sie auf den Weg zu bringen, damit wir auch da eine sinnvolle Einheitlichkeit haben. Und ich werde Ihnen auch demnächst einen Brief schreiben. Ja, ich weiß, das ist ein Treppenwitz. Lassen Sie mich trotzdem ausführen. Lassen Sie mich trotzdem ausführen.
Ich werde Ihnen in den nächsten Wochen einen Brief schreiben mit einem genauen Zeitplan. Das System wird aufwachsend sein und dann können Sie sich schon mal darauf einstellen, welche Bereiche der Schulverwaltungssoftware abgebildet werden und auch wann Sie damit rechnen können. Denn mir ist natürlich klar, dass viele Schulen sich schon längst diverse Software beschafft haben oder auch darüber reden, sie zu beschaffen. Und trotzdem ist es, glaube ich, richtig, dass wir an dem Thema weiterarbeiten. Und auch künstliche Intelligenz ist an der Stelle natürlich ein Werkzeug und nicht per se erstmal für sich selber cool. Und natürlich kann es auch da entlasten, wenn wir uns überlegen, dass wir damit Arbeitsblätter sehr schnell herstellen können, wenn wir uns überlegen, dass wir Elternbriefe damit schreiben könnten, dass wir uns Ideen reinholen können, dass wir damit Korrekturen erleichtern können. Und ich muss sagen, KI ist da ja auch wirklich sehr gut. Ich gehe davon aus, Sie haben das auch alle schon getestet. Ich hatte letztens eine Rede in Osnabrück zum Thema Zukunft der Schule, habe die gehalten, habe auf dem Rückweg über ChatGPT gelesen, dann mal eingegeben, schreib mal eine Rede über die Zukunft der Schule. Es war fast wortgleich die Rede, die ich gehalten hatte, was mir irgendwie das Gefühl gab, dass vielleicht sogar schon in den Referaten des Kultusministeriums künstliche Intelligenz angekommen ist. Aber was ich da eigentlich mit erzählen wollte, ist, dass die Qualität erstaunlich hoch ist. Ne, wenn ich sage, schreibe für die grüne niedersächsische Kultusministerin eine Rede und sie passt eigentlich so, dass ich sie halten kann, zeigt das um die Qualität. Und das zeigt dann aber am Ende natürlich auch die Schwierigkeiten, weil wenn man dann am Ende nicht mehr unterscheiden kann, ob es echte Texte sind, ob die Fakten da drin stimmen, dann ist das natürlich genau die Schwierigkeit. Und muss sie deshalb überall in Schule vorkommen? Natürlich nicht. Also ne, viele haben die Vorstellung, es ist dann einfach ein Dauerthema und überall präsent, aber natürlich ist es nur dann sinnvoll, wenn es die Anwendung unterstützt. Wenn ich zum Beispiel einen Aufsatz schreiben möchte und Ideen brauche oder wenn ich Zitate suche und nicht selber lange recherchieren möchte, kann ich sagen, gib mir Zitate zum Thema XY und zack, dann werden die halt da aufbereitet. Und genauso machen wir es ja auch bei anderen digitalen Tools, wenn man zum Beispiel das Smartphone nutzt, um in Biologie irgendwelche Dinge zu fotografieren und dann anschließend auch zu clustern und sinnvoll zu sammeln. Und am Ende ist das aber auch wieder dann eine Chance und eine Schwierigkeit, weil natürlich wir eine unglaubliche Vielseitigkeit haben. Wir haben jetzt in Schule das Buch und den Stift, gegebenenfalls noch die Kreide. Und auf der anderen Seite haben wir das Tablet und die KI und die Smartphones und die ganzen Themen, die Apps in die Schule bringen. Und das macht es natürlich abwechslungsreich, aber natürlich auch ungleich anspruchsvoller für Ihr Kollegium, weil am Ende eine sehr viel größere Bandbreite der Angebote vorgehalten wird. Und gleichzeitig, und jetzt komme ich zur dritten These, treten halt die Kompetenzen sehr viel stärker in den Mittelpunkt als das Wissen. Denn dadurch, dass wir Wissen überall verfügbar haben, geht es ja vor allen Dingen um die Frage, welche Kompetenzen habe ich, welchen Standpunkt habe ich und welche Persönlichkeit bringe ich mit, um dann auch die Maschine zu nutzen und nicht umgekehrt zu riskieren, dass die Maschine mich nutzt oder halt die Macher der Maschine mich nutzen. Und trotzdem ist dann Wissen natürlich ein integraler Bestandteil, weil wie kann ich mich selbstbewusst mit Fake News auseinandersetzen? Am Ende genau damit, dass ich einen sicheren Umgang mit Quellen habe, dass ich überhaupt selber über Wissen verfüge, um dann die Fakten auch entsprechend zu bewerten, dass ich mich natürlich sicher im Bereich Fake News bewege und dass ich aber auch ein Reflexionsvermögen mitbringe bei der Frage, was ich eigentlich schon kann und was nicht. Und dadurch rückt natürlich die Frage der Kompetenzen, wie in der Gesamtgesellschaft, immer weiter in den Vordergrund. Und trotzdem möchte ich sagen, Allgemeinbildung ist natürlich trotzdem integraler Bestandteil. Also ich werde oft gefragt, warum soll ich denn noch Französisch lernen, wenn mir das auch die App übersetzt? Naja, am Ende, weil ich nicht gewährleisten kann, dass die App mir das richtig übersetzt. Und das, ne, ich brauche eine gewisse Grundlage an Bildung natürlich, um mich dann auch zu schützen und als mündige Bürgerin oder als mündiger Bürger mich in der Gesellschaft zu bewegen. Und natürlich muss man dann auch wissen, was steckt eigentlich hinter der Maschine, was steckt eigentlich hinter den Algorithmen, weil solange ich das nicht verstehe, kann ich auch nicht bewerten, wie Algorithmen eigentlich funktionieren und was bestimmte Angebote eigentlich mit mir machen. Und genau deshalb wird es jetzt ja auch aufwachsend den Informatikunterricht geben. Viele von Ihnen Anwesenden werden ihn eingeführt haben zu diesem Schuljahr und wir arbeiten mit Hochdruck daran, in dem Bereich natürlich auch die Fachkräfte schnell auszubilden, weitere Fortbildungen zu machen und hier auch einen guten Fachunterricht zu ermöglichen. Aus dem bisher Gesagten wird deutlich, dass wir viele Möglichkeiten haben, Unterricht neu zu denken, neu zu gestalten und dass Gesellschaft auch sehr erleichtert und bereichert wird durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung
Und hier gibt es viele Perspektiven. Und gleichzeitig gibt es natürlich aber auch, und da können Sie viel mehr aus der Praxis berichten als ich, erhebliche Nebenwirkungen, mit denen wir umgehen müssen. Das Thema Datenschutz ist so ein riesiges Thema, was Sie an den Schulen sehr belastet und wo wir auch immer versuchen, hinterher zu sein, aufzubereiten. Was können Sie eigentlich nutzen im Sinne der DSGVO? Was können Sie eigentlich wie nutzen im Sinne der DSGVO? Und so weiter und so fort. Und natürlich stellt sich dann die Frage, wenn man künstliche Intelligenz nutzt, was passiert dann eigentlich am Ende mit den Daten und welche nutzt man dann eigentlich, damit Daten nicht falsch gesammelt werden, etc. etc. Das Gleiche gilt beim Thema Schummeln. Natürlich ist jetzt die Frage, wie geht man damit um? Und da gibt es bestimmte Dinge, wenn der Fünftklässler plötzlich den perfekten Text abgibt, wird jede Lehrkraft merken, dass das geschummelt ist. Das ist dann am Ende ja nicht die Frage. Aber gerade wenn man dann über höhere Jahrgänge redet, wenn man über bestimmte Nutzungen redet, ist schon die Frage, wie erkennt man dann an der Stelle das Schummeln? Die Frage hat sich aber, und das möchte ich nochmal sagen, wie gesagt, schon immer gestellt. Es ist halt nur einfacher geworden. Und da ist dann die Frage, und das haben Sie ja, glaube ich, gerade auch diskutiert, wie denkt man künstliche Intelligenz mit? Na, also wie bringt man Schülerinnen und Schülern bei, dass man sie ähnlich wie Zitate auch nutzen kann, aber es dann halt sichtbar machen muss? Wie findet man auch Aufgaben, die genau dieser künstlichen Intelligenz Raum geben, damit es halt als Werkzeug verstanden wird und solche billigen Schummelversuche unterbleiben oder halt durch die Aufgabenstellung gar nicht erst möglich werden? Und das stellt übrigens auch die KMK vor große Herausforderungen, weil wenn wir über Abschlussprüfungen und anderes reden, wir uns jetzt natürlich auch ganz neu fragen müssen, wie stellen wir eigentlich Aufgaben zur Verfügung, die genau solche Schummelversuche gar nicht erst ermöglichen. Über das Thema Fake News habe ich an der Stelle schon gesprochen. Wenn Sie das interessiert, können wir es gerne noch vertiefen. Wir haben ja gleich auch noch einen Austauschteil. Ich möchte aber auch noch das Thema Mobbing und Übergriffe an der Stelle ansprechen, weil natürlich künstliche Intelligenz und die Möglichkeit, jetzt plötzlich durch die ganze Schule Bilder oder Texte zu verbreiten, natürlich auch dazu führt, dass Sie ganz andere Problemlagen haben, wenn wir über Mobbing reden, wenn wir über Übergriffe reden oder auch über Beleidigungen. Und in dem Zuge, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass wir miteinander die Praxiserfahrungen austauschen, weil natürlich an bestimmten Schulen Themen auftauchen, wo es für andere Schulen hilfreich wäre, sie zu kennen. Ich hatte jetzt gerade ein Interview mit Silke Müller, die hat dazu ja ein Buch geschrieben, und diese Frage, dass man mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel schon Menschen nackt darstellen kann, auch wenn sie gar nicht nackt sind, und in welchen Straftatenbereich man da kommt, das sind ja plötzlich sensible Themen, mit denen man sich in der Form und in der Geschwindigkeit, wie das heute möglich ist, an Schule bislang nicht auseinandersetzen musste, jetzt aber muss. Und da brauchen Sie als Schulleitung genauso wie die Lehrkräfte, die Eltern, aber auch die Schülerinnen und Schüler selbst Handlungssicherheit. Wenn wir uns anschauen, wie viele Kinder in der 5. Klasse schon mit pornografischen Inhalten konfrontiert werden, die ihnen früher nie zu Gesicht gekommen wären, verändert das natürlich auch die Frage, wie man in Schule mit diesen Themen arbeitet. Und nicht zuletzt ist auch die Frage von Sucht ein Thema, was natürlich in dem Zuge auf Schulen zukommt. Was macht man eigentlich mit Kindern, die süchtig sind nach Smartphones, nach digitalen Endgeräten? All das sind Themen, die kommen jetzt halt auf. Und da ist es wichtig, dass wir stärker denken in Netzwerken, dass wir den Austausch ermöglichen und dass wir vor allem agiler Best-Practice-Entwicklungen austauschen, gerade für Sie als Führungskräfte, damit Sie sich auf Themen auch gut vorbereiten können. Und da sind das Kultusministerium, das NLQ und die regionalen Landesämter unterwegs und wir entwickeln uns immer weiter. Also auch da nochmal mein Appell, wenn Sie Themen haben, wenn Sie glauben, wir müssten Dinge vertiefen, wenn Sie Hinweise haben, an was wir arbeiten sollen, Sie sind direkt an der Basis, wir sind angewiesen auf Ihre Hinweise und deswegen machen Sie unsere Arbeit an der Stelle auch besser, gerade bei so schnelllebigen Themen. Nutzen Sie insofern gerne den Kontakt auch zu Ihren schulfachlichen Dezernentinnen und Dezernenten, weil es uns wirklich weiterhilft. Und für Sie bedeutet natürlich an der Stelle auch Führung, dass Sie Ihr Kollegium empowern und ermutigen müssen, sich mit all diesen Themen zu beschäftigen und sich auch den schweren Nebenwirkungen an der Stelle zu stellen. Und auch da versuchen wir natürlich, Sie durch Fortbildungen zu unterstützen. Aber natürlich ist es eine Frage auch Ihrer Führungsverantwortung, dass das Kollegium sich dann mit Ihren Stärken einbringen kann, dass Sie an den Schwächen arbeiten und dass Sie sich halt da auch dann gestärkt fühlen, neue Wege zu gehen. Denn am Ende gibt es auch noch nicht für alle Themen die perfekte Antwort, sondern Sie in den Schulen versuchen auch gerade mit Themen umzugehen, wo wir nach der perfekten Lösung noch suchen. Das muss man an der Stelle so deutlich sagen. Und ich möchte aber auch nochmal sagen, dass natürlich wir auch darüber reden müssen, wie wir Elternhäuser in die Pflicht nehmen.
Denn am Ende ist natürlich die Frage, wie gehen Kinder mit ihren digitalen Endgeräten um, keines, was die Schule alleine lösen kann. Und es ist insbesondere auch wichtig, dass Eltern hier einen Blick auf ihre Kinder haben, weil sie das alleine sonst nicht lösen können werden. An der Stelle hat Digitalisierung übrigens meines Erachtens auch nochmal eine Chance im Kollegium, weil sie natürlich viel kollaborativer, viel arbeitsteiliger arbeiten können und das gar nicht nur im Kollegium, sondern natürlich auch schulübergreifend. Da haben wir dann wieder die Schwierigkeit, dass es zu viele Angebote gibt. Gleichzeitig aber gibt es die Möglichkeit, Themen wirklich sehr niedrigschwellig miteinander auszutauschen und zusammenzuentwickeln. Auch da haben wir, oder auch eigene Interessen einzubringen, Stärken der Kolleginnen nochmal stärker einzubringen. Und auch da haben wir natürlich ein Interesse, Plattformen weiterzuentwickeln und genau sowas mitzudenken. Wie begegnen wir dem? Ich hatte ja bereits gesagt, dass wir über das NLQ die Fortbildungen und auch die Handreichungen entwickeln, dass wir in den regionalen Landesämtern beraten, dass wir im MK versuchen, den Rechtsrahmen zu klären, dass wir auf der KMK gerade sehr viel diskutieren, wie wir das grundsätzlich miteinander lösen. Und wir haben auch schon gehört, dass die Wissenschaft hier reichlich forscht. Wir haben in vielen Bereichen rechtlich schon Sicherheiten geschafft. Wir haben sicherlich aber auch noch Lücken, die wir schließen werden. Und wir versuchen, ihnen Handlungssicherheit zu geben und auch den Rahmen für agiles Management zu weiten. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt, nämlich, dass wir gerade in diesen Zeiten starke, eigenverantwortliche Schulen mit Freiräumen brauchen. Denn meines Erachtens ist es anders gar nicht möglich, auf die Schnelllebigkeit angemessen zu reagieren. Und sie brauchen dort auch das Vertrauen der Kultusbürokratie, handeln zu können. Und auch zu akzeptieren, dass es ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen in den Schulen gibt. Denn während die eine Schule noch gar nichts mit dem Thema Be Real zu tun hat, ist bei der anderen Schule schon längst in jeder Klasse ein Klassenchat unterwegs und es sind ganz andere Themen da. Und natürlich brauchen sie dann auch andere Möglichkeiten, das umzusetzen und darauf reagieren zu können. Und sie brauchen die Möglichkeit, auch stärker Schwerpunkte zu setzen als Schule, auch in diesem Bereich, weil eben jede Schülerschaft auch unterschiedliche Themen mit in die Schule bringt und auch jedes Kollegium sich anders definiert in der Frage, wie wollen wir mit Digitalisierung einfach arbeiten. Und das ist an der Stelle auch vollkommen okay. Das ist sogar explizit gewünscht. Wo wir sehr viel gerade diskutieren, ist die Frage, wie man dann auch in diesem Zusammenhang Prüfungen diskutiert. Ich hatte das ausgeführt. Wie kann man KI in den Prüfungen am Ende dann auch mitdenken? Wie kann man aber auch andere Prüfungsformate stärker leben? Das machen Sie ja an den Schulen auch schon längst. Dann gibt es den Podcast, dann gibt es den Vortrag, dann gibt es die Präsentation oder aber auch das Drehen eines Filmes. Im Prinzip hat Schule da auch viele Freiräume. Wir haben aus diesem Grund ja auch eine Freiräume-Handreichung rausgegeben, mit dem Ziel, Ihnen nochmal auch eine Rechtssicherheit an der Stelle zu geben, weil durchaus aus Schulen uns zurückgemeldet wurde, wir sind uns nicht sicher, dürfen wir Dinge oder dürfen wir sie nicht. Deswegen haben wir einmal zusammengefasst, was Sie eigentlich alles schon dürfen und wir starten jetzt Richtung Herbst-Winter einen Freiräumeprozess, wo wir mit Ihnen ins Gespräch kommen wollen, welche Freiräume brauchen Sie eigentlich noch, weil wir sie beengen in ihrer Handlungsmöglichkeit, die sie aber eigentlich gerade auch durch die veränderten Bedingungen brauchen. Und da sind wir sehr bestrebt, dann auch einen Rechtsrahmen und Regelungsrahmen zu finden, der dann für sie als Schulen funktioniert. An den BBSen gibt es übrigens schon digitale Prüfungen und auch ganz andere Prüfungsformate in dem Zusammenhang. Das heißt, da gibt es auch schon Modelle, wie so häufig, wo man von den BBSen eine Menge lernen kann. Aber natürlich ist es auch nicht eins zu eins übertragbar. Ich will damit nur sagen, es wird auch schon gelebt. Insofern kann man sich da, glaube ich, einiges angucken. Und abschließend ist mir aber auch nochmal wichtig zu betonen, dass natürlich Freiräume an der Stelle nicht Beliebigkeit bedeutet. Das ist natürlich auch vollkommen klar. Wir sind in der Zeit durch die Corona-Pandemie, durch die Entwicklung des Digitalpaktes, durch das unterschiedliche Agieren der Schulträger in Niedersachsen durchaus zu einem digitalen Flickenteppich geworden. Das ist kein niedersächsisches Phänomen, das ist ein bundesweites Phänomen. Nichtsdestotrotz ist natürlich klar, dass wir als Land ein Interesse haben, hier die Vergleichbarkeit herzustellen und natürlich auch einen klaren Rahmen zu definieren. Deswegen schauen wir uns gerade an, was ist eigentlich gewachsen. Beispielsweise auch beim Thema IT-Administration haben wir einen unglaublichen Wildwuchs, was sich im Land entwickelt hat. Und natürlich wissen wir, dass unsere Verantwortung ist, das jetzt zu sortieren und auch klare Mindeststandards zu definieren, gleichzeitig aber auch zu sagen, wo es die Möglichkeiten gibt, dann eigenverantwortlich auch zu arbeiten.
Und in dem Zuge freue ich mich sehr, mit Ihnen jetzt auch nochmal über Erfahrungen vor Ort zu reden, Ihre Ideen aufzunehmen und auch in dem weiteren Prozess, wie gesagt, möchte ich Sie herzlich motivieren, Ihre Hinweise einzuspeisen, denn unsere Arbeit lebt davon, dass wir Ihre Arbeit vor Ort im Sinne der Kinder ermöglichen und verbessern. Und wann immer wir dazu Hinweise von Ihnen bekommen, macht es unsere Arbeit am Ende besser. Und in diesem Sinne freue ich mich auf den Austausch.